In diesem Video möchte ich euch mal ganz kurz präsentieren und auch begründen, warum wir ein neues Add-on, wenn jetzt ein bisschen Fließtext ist, drei Blöcke mit Fließtext und drei Stockfotos, ist der First Impression eben wesentlich weniger gut, das nächste Mikro-Commitment einzugehen, Micro-Commitments, ja. Aber gut, es ist aber wichtig zu wissen, wo wollen wir denn eigentlich hin, verdammt nochmal, ja, in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, zurück in diesem Video. In diesem Video möchte ich euch mal ganz kurz präsentieren und auch begründen, warum wir ein neues Add-on, das ist jetzt ungefähr circa 1,5 Jahre her, hat so richtig Fahrt aufgenommen, so circa vor einem Jahr, letztes Jahr, so um den Dreh rum, Juni, so wie jetzt, dass wir ein Add-on als Dienstleistung bei Kleinmarketing anbieten, wo wir sozusagen Fotoshootings und Videoshootings mit anbieten. Ich möchte jetzt wirklich nicht zu sehr ins Detail reingehen, aber einfach mal so in einer Nutshell, also so auf einer Adlerperspektive, was wir da genau machen und warum wir das genau machen und welchen Effekt das, ein paar Beispiele geben, welchen positiven Effekt das haben kann im Hinblick auf deine Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung, wo wir ja bei Kleinmarketing Experten für sind. Also generell ist es ja so, wie habe ich mir das sozusagen als Konzept überlegt? Generell ist es ja so, dass häufig viele IT-Dienstleister, Softwareentwickler, besonders diejenigen, die auch eben hier auf YouTube auf mich zukommen, noch relativ verhältnismäßig klein sind. Das heißt, die sind vielleicht noch angestellt sogar, sind vielleicht schon nebenbei Freelancer aber, oder sind Freelancer schon seit sehr, sehr vielen Jahren, langen Jahren, aber leben halt sozusagen von dem, was ihnen Vermittler zuschieben. Oder sie haben vielleicht schon ein paar Freelancer wieder unter sich, sind schon ein bisschen weiter, haben dort schon ein paar Projekte, haben vielleicht irgendwas schon Nearshore, Offshore ausprobiert, mehrere Sachen vielleicht ausprobiert. Manchmal eher schlechter als recht, manchmal besser, manchmal schlechter, aber insgesamt fehlt es noch so richtig an Dynamik. So, dann kommen sie jetzt zu mir und sagen, Thomas, du bist Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Business, insbesondere Softwareentwicklung. Softwareentwickler, sei es jetzt, du bist jetzt Spezialist in Salesforce, ja, also zum Beispiel, das ist ja letztendlich auch nur Java-Code, also ein bisschen leicht veränderter Java-Code oder ABAP-Entwicklung, das ist so ein bisschen was ganz was anderes von SAP, aber auch SAP hat viele im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre viele andere Firmen aufgekauft, wie zum Beispiel Hybris. Das ganze Hybris basiert auf Java, ja, nichts anderes wie Java wiederum, ja, und Angular im Frontend und so weiter. Ja, und sagen jetzt, okay, wir wollen jetzt hier mal richtig Gas aufgeben und Gasfahrt und so weiter, Fahrt aufnehmen und ja, dann sage ich, okay, wie ist denn so das Bild, dass sozusagen, sagen wir mal, jetzt ein potenzieller Neukunde von außen auf dich hat? Was denkst du denn? Na, weil du siehst was durch eine Brille, ich sehe was durch eine Brille. Na, also es ist dieses Prinzip, es sind, sagen wir mal, 5 Äpfel liegen auf dem Tisch, ja, und 5 Personen, wie war das jetzt nochmal? 5 Personen, schauen sich einen Apfel an und jeder sieht den Apfel anders. Ja? Also wie viele Äpfel liegen auf dem Tisch? 5 Äpfel? Nein, 6 Äpfel, denn 5-mal ein Apfel, so wie jeder dieser Person ihn sieht und dann der 6. Apfel, so wie er wirklich ist. Okay, sorry, ich wollte jetzt hier irgendwie Alex Fischer Düsseldorf zitieren. Ich habe es, glaube ich, nicht ganz hingekriegt. Aber das Prinzip ist das, dass sozusagen die Wahrnehmung immer basiert ist und immer unterschiedlich ist, je nachdem vom Betrachter. Und warum? Weil der Betrachter jede Wahrnehmung, das so kann er gar nicht anders denken, ja, also unser Gehirn funktioniert so, jede Wahrnehmung immer auf basierend auf Referenzwerte aus der Vergangenheit interpretiert. Also das ist dieses Wahrnehmungsprinzip in der sozusagen im weitesten Sinne in der Psychologie, Verkaufspsychologie, auch in der Quantenphysik und so weiter werden diese Prinzipien eben angewendet, dass es letztendlich nicht so ist, wie du es wirklich wahrnimmst, sondern immer ein bisschen anders und ganz besonders für andere Betrachter wiederum anders. Das heißt, lass mal jemand anders auf deine Webseite schauen, lass mal jemand anders auf deine Komplettwahrnehmung nach außen drauf schauen, sei es jetzt dein LinkedIn-Profil oder whatever, einfach hierzu bei uns mal gerne einen Termin buchen, das findest du hier unten auf klein-marketing.com und dann nehmen wir uns gerne auch für dich mal eine halbe Stunde Zeit. Aber abgesehen davon kann ich dir jetzt schon mal verraten,
meine Wahrnehmung wird eine ganz andere sein, weil ich ganz andere Referenzwerte habe, weil ich schon ungefähr mehrere hundert Softwareentwickler betreuen durfte hier, ein Kollektiv. Und sei es jetzt Coaching, Beratung, aber auch operativ und auch bis hin zu ganz großen Firmen, wie zum Beispiel die Diconium, eine VW-Tochter mit über 1500 Mitarbeitern, mittlerweile 2000 Mitarbeiter oder sowas. Ja. Das heißt, hier diverse Erfahrungswerte, die ich mein Gehirn als Referenzwert nimmt. Und wenn ich jetzt auf deine Webseite schaue oder dein Profil, dein LinkedIn-Profil, sehe ich etwas ganz anderes wie du. Und wenn jetzt dein Kunde drauf schaut, wieder was ganz anderes, nur kann ich mich viel besser reindenken in das, was dein Kunde oder dein Prospekt sehen wird, wenn es auf deine Website oder LinkedIn-Profile schaut, als wie vielleicht du, weil du letztendlich diese ganzen Referenzwerte, die ich habe in meinem Kopf, mein Gehirn, nicht vorhanden sind, weil du dich die letzten 10 Jahre rein auf Softwareentwicklung spezialisiert hast und nicht auf Positionierung oder Präsentation oder welche Zielgruppe nimmt was wie wahr, ja, oder Webdesign oder irgendwelche von diesen Themen. Und deswegen hier habe ich mir überlegt, aufgrund dessen, das ist der Grund, warum ich das Ganze erzähle, besteht ein riesiger Mangel da draußen, besonders bei Softwareentwicklern, dass die einfach da mehr oder weniger teilweise gar nichts haben. Also nicht mal irgendwie ein vernünftiges Foto. Ne? Du gehst jetzt irgendwie um die Ecke zum Fotografen, machst 150 Euro ein paar Fotos. Professionell, dann sind es schon mal so Fotos, aber auch das reicht nicht wirklich, weil das sind dann die Fotos, die du vielleicht auf den Lebenslauf packen würdest als Freelancer. Aber um letztendlich ein Business, vernünftiges Business aufzugeben, ja, vernünftiges, richtiges Business zu präsentieren, ja, welches du dann auch skalieren kannst, hier zu sagen, okay, ich bin ein echtes Business und deswegen habe ich auch diese und jene, ja, Tagessätze und Stundensätze und bin es auch wert, das bezahlt zu werden. Ja? Ich bin nicht nur ein echtes Business, sondern ich bin auch ein Premium-Business. Also ich bin jetzt nicht ein Premium-Anbieter innerhalb meines Segments. Ja? Also ich mache nicht nur einfach irgendwelchen Java-Code, sondern ich mache Java-Code, wo, wenn du mir Anforderungen gibst, ja, ich die sogar nochmal hinterfrage und sage, okay, vielleicht können wir das Ganze hier abkürzen, hier nochmal besser, nochmal schneller machen und dies und das und jenes. Ja. Das heißt, du hast jetzt vielleicht eventuell für deinen Endkunden, also vielleicht eventuell für, sagen wir mal, ein Kundenportal 500.000 Euro angesetzt und du schaffst es aber, das Ganze mit 350.000 Euro umzusetzen. Rate mal, wen er als nächstes buchen wird für die nächste Erweiterung, für den nächsten Servicevertrag, für was weiß ich, was da noch alles ankommt. Ja, also letztendlich ein Projekt ist selten final abgeschlossen. Ja, also spätestens in 2-3 Jahren haben sich wieder so viele Sachen verändert, dass da wieder Erweiterungen, wieder was Neues dazugebaut werden muss. Wer, rate mal, wer da wieder auf dich zukommt. Ja, und wenn du jetzt das multiplizierst, wenn du jetzt quasi 10 solcher Kunden hast, 50 solcher Kunden, 100 solcher Kunden, dann bist du ja ständig, dann kannst du dich gar nicht mehr retten vor lauter Aufträgen, die dir aber alle gleichzeitig Top-Gehälter bezahlen, also Stundensätze, Tagessätze in dem Fall, wo du dann wiederum Top-Leute einstellen kannst, wo du dann wiederum auch noch was hängen bleibst, sodass du dann wiederum Geld wieder reinvestieren kannst, ganzen Vertriebe, Marketing und Leute wie mich, die dich da wieder darum unterstützen, die nächste Stufe zu erreichen. Und so baust du Stück für Stück dein Unternehmen auf und irgendwann bist du dann halt im Bereich vielleicht 10 Millionen, 20 Millionen, bis 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Na, und dann kannst du langsam anfangen, dir auch andere Dienstleister mit reinzuholen, die vielleicht nochmal spezialisierter sind, nochmal größer sind und so weiter und so weiter. Aber wir begleiten dich gerne bis dahin. Ja, wir im Kollektiv, wir bieten dir alles, was du brauchst, um in diese Levels zu kommen. Ja, und viele, ganz ehrlich gesagt, brauchen für diese Reise schon einige Jahre. Und wenn sie dann da sind, ist es häufig so, dass sie sagen, ja, ich mache jetzt meinen Exit. Ne? Also ich verkaufe jetzt den ganzen Mist, den ganzen Laden. Ne? Ich habe da nicht so wirklich viel Bock da jetzt mehr drauf und bin ich halt noch irgendwie so Angestellter von einem Großkonzern. Ja, dann verkaufe ich halt meine 20 Millionen Euro Umsatzbude für einen guten Preis. Ne? Vielleicht mal 2 Umsatz oder mal 3 Umsatz. Na, dann habe ich auf einen Schlag, wenn du eine Holding hast, dann oder eine doppelstöckige Holding und so weiter, die auch gerne dir entsprechend die Ratschläge beim Experten holen. Ja, dann hast du einfach steueroptimiert, auf einen Schlag dann einen guten Verkauf hingelegt und so mehr oder weniger bist ausgesorgt. Hast aber trotzdem noch häufig dann die Verpflichtung als Geschäftsführer, ja, dort noch 5 Jahre weiterzuarbeiten oder sowas, aber kriegst du auch dein Gehalt. Ne? Also von daher, meistens ist das sowieso langweilig und machen ein neues Business auf. Jetzt habe ich schon ein bisschen weiter vorgegriffen. Aber gut, es ist aber wichtig zu wissen, wo wollen wir denn eigentlich hin, verdammt nochmal, ja? In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Ja, warum tue ich mir das Ganze an? Das ist ja auch mit Anstrengungen verbunden, mit Risiken eingehen, kalkulieren können, ja, und so weiter und so weiter. Unternehmertum ist ja nicht kein Honigschlecken, kein Zuckerschlecken, ganz besonders nicht in Deutschland. Ja. Also,
Was, also ich habe es hier schon aufgemalt in Englisch. Ich habe gerade hier auf Englisch schon mal das Video gemacht. Hier nochmal auf Deutsch. Also hier, zum ersten, wie bauen wir das Ganze auf? Ganz, ganz einfach. Runterkommen, Thomas, okay. Location, Spots. Innerhalb dieser Spots haben wir Szenarios und dann CTA Amplifiers. Okay, was meine ich damit? Erkläre ich jetzt hier mal ganz kurz in der Nutshell. Wie gesagt, wenn du mehr Details willst, das würde jetzt diesen Rahmen sprengen. Ich möchte dich natürlich hier herzlich einladen, deine Anonymität aufzugeben, wenn du hier Follower bist auf YouTube ganz besonders, ne? Und dich mal bei mir zum Erstgespräch einzutragen, ne? Dass wir uns dann auch mal kennenlernen, dass ich überhaupt weiß, okay, wer bist du? Ja, das weiß ich nämlich gerade nicht. Du weißt, wer ich bin, ich weiß nicht, wer du bist. Das ist natürlich für mich jetzt irgendwie doof. Ne? Ganz besonders, wenn ich aus dem Vertrieb komme, würde ich mal ganz gerne wissen, wer du bist. Und da nehme ich mir extra eine halbe Stunde für dich Zeit und dann können wir das mal im Detail besprechen. Aber hier mal in der Nutshell, von einer anderen Perspektive. Locations, wir haben jetzt hier so eine wunderschöne Location hier. Mit so Loft-Feeling, schöne hier, ja, wie soll ich sagen, so Fenster, große Fenster, schön hell. Tolle Aussicht, ne? Wenn du meine anderen Videos schon gesehen hast, ich kann es auch mal hier kurz hier zeigen. Also man kann hier, wir sind hier in München, kann man hier die, wenn schönes Wetter ist und ein Föhn ist, dann kann man sogar die Alpen sehen. Ja? Da draußen haben wir hier eine schöne Terrasse, ne? Also hier kann man es sehen, glaube ich. Ne? Eine riesige Terrasse, kann man feiern, wenn man will und so weiter. Und wir haben natürlich viel zu tun, deswegen sind da draußen auch keine Grills. Ja? Also das, da haben wir noch ein bisschen hin, bis wir da eine Grillparty machen können, bis wir die erste 100 Millionen geknackt haben. Und aber das kommt noch, keine Ahnung, keine Angst. Und das kann man zum Beispiel schon mal als Spot, als Location. Ja, das wäre jetzt eine Location, man kann multiple Locations haben, man kann unterschiedliche Standorte haben, man kann aber auch einfach für bestimmte Shootings einfach Locations sich mieten. Na, warum auch nicht? Und das haben wir letztendlich auch immer wieder getan. Also wir gibt es gar nicht so häufig so richtig coole Locations. Da muss man schon richtig auch Recherche betreiben und schauen, okay, in welcher Stadt gibt es dann richtig coole Locations, die dann auch zu meinem Kunden passen. Na? Das letztendlich dann auch als CTA Amplifier, was es konkret ist, dazu komme ich gleich noch, dann auch funktionieren, auch maximal gut funktionieren, damit wir dann letztendlich immer das Prinzip Minimum Output, Minimum Input, Maximum Output dann auch weiterhin verfolgen können. Ja? Desto besser das Ganze funktioniert, desto höher ist der Minimum, der Input-Output-Ratio. Ja? Okay, so, innerhalb dieser Locations haben wir dann die Spots. Die Spots, das ist dann zum Beispiel ja, hier der Meetingraum. Ja? Dann haben wir da draußen zum Beispiel einfach eine Hall, da kann man was machen. Kann man gute Fotos und Videos machen und so weiter. Dann haben wir eine Terrasse, ja. Besonders jetzt in der Frühlingszeit haben wir viel geplant für unsere Kunden und so weiter. Ja, und dann innerhalb dieser Spots, jetzt wird es langsam sehr interessant, kommen dann die verschiedenen Szenarios. Also man kann zum Beispiel hier in diesem Meetingraum, können jetzt halt ein Haufen Leute sitzen, die haben eben ein Meeting, dann wird das eben hier quasi als Szenario geboten. Dann kann hier einer stehen, so wie ich jetzt, und zwei, drei Leuten was vortragen. Dann können hier zum Beispiel drei, vier Leute sitzen und hier einen Webcall, einen Webcast haben mit einem Team, Offshore, Nearshore und so weiter. Und ich komme gleich dazu, warum diese ganzen Szenarien so wichtig sind. Ja? Man kann zum Beispiel die Hall, in der Hall kann man zum Beispiel Handshake, man kann sich Face-to-Face besprechen. Ja, da können zum Beispiel kann man gewisse Szenarios projizieren. Ja? Wie gesagt, die ganzen Details, die ganzen Feinheiten und granular werden und so, alles dann im Erstcall bei uns. Ja? Dann auch gerne mit einer Werbetexterin von mir oder auch Wirtschaftspsychologen haben wir alles. Ne? Dann hier, jetzt kommt der eigentliche Grund, warum machen wir die ganzen Szenarios? Weil die jeweils einen CTA Amplifier darstellen. Okay, Amplifier, Englisch, für Deutsch heißt es Verstärker. Das heißt, wir überlegen uns dann ganz konkret, was in der Szene, im Szenario, ja, bilden wir wie genau ab, damit es unseren CTA verstärkt, also fördert, unseren CTA auszuführen. CTA ist zum Beispiel Click. Click that button. Ja, Click that button, repräsentativ für Buchen, Termin, ja, Download, Buchen, Termin. Terminbuchung, Download, ja, und so viel mehr ist da auch nicht. Wir machen es auch eher nach dem KISS-Prinzip, das Ganze.
Ja, kiss it simple. Kiss it simple, keep it simple. Ja, ich weiß nicht, ist es ein oder zwei S? Kiss ist doch, glaube ich, eine Musikgruppe. Ne? Okay, ist auch egal. Auf jeden Fall, das Prinzip ist klar. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt weiter. Ich hoffe, ich konnte das Ganze sehr gut schon mal schmackhaft machen, dass du bei uns halt dann den Termin buchst. Und ich fasse es ganz kurz nochmal zusammen. Generell, ich habe ja auch sehr weit ausgeholt und ausgeführt, aber es ist manchmal sehr, sehr wichtig, dass man überhaupt weiß, okay, was ist die Vision, wo wollen wir eigentlich hin in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren? Ja? Warum gehen wir durch diesen ganzen Stress? Ja? Warum sollen wir uns so ein Shooting antun? Warum? Weil wir es häufig mit einer unfassbar schnelllebigen Zeit zu tun haben und unfassbar kurzweiligen Personas. Das heißt, unsere Personas sind in der Regel High-End-Entscheider, die letztendlich dann Budget freigeben von mehreren 100.000 Euro oder sogar noch mehr. Und diese Personen, die haben in der Regel nicht sehr viel Zeit. Mit denen, wenn wir mit denen sprechen in der Telefonakquise, ist es häufig immer nur dann, wenn sie gerade im Auto sitzen auf dem Heimweg oder sowas. Weil die unter dem Tag haben die grundsätzlich nie Zeit. Oder an einem Brückentag, ne? Also am Freitag, ne? Also wenn der Donnerstag irgendwie Feiertag war, dann rufen wir da mal am Freitag an, wenn er zufällig gerade am Garten liegt oder sowas. Ja? Also, oder halt so im Büro ist, wenn sonst niemand da ist und so weiter. Heute ist ja auch ein Feiertag, Montag, ne? Der 20. Mai, keine Ahnung, was heute wieder ist, irgendwie im Pfingsten oder irgendwas, keine Ahnung. Ja? Und deswegen müssen wir uns immer folgendem Bewusstsein, dass es gilt immer das Prinzip, the first impression counts most. Das heißt, first impression, statistisch belegt, wissenschaftlich belegt, sind ungefähr 50 Millisekunden. Das heißt, wenn du eine Frau anschaust, 50 Millisekunden, dein Unterbewusstsein befiehlt sozusagen deinem eigentlichen Bewusstsein, also cool, nicht cool, ja. Es ist wert, sie anzusprechen oder nicht anzusprechen, das passiert in 50 Millisekunden. Genau das Gleiche ist mit deiner Webseite. Wenn jemand neu auf deine Webseite kommt, 50 Millisekunden, First Impression. Okay, wenn jetzt ein bisschen Fließtext ist, drei Blöcke mit Fließtext und drei Stockfotos, ist der First Impression eben wesentlich weniger gut. Das nächste Mikro-Commitment einzugehen, Micro-Commitments, ja. Und also das ist jetzt noch nicht mal unbedingt ein Termin buchen, das geht einfach nur mal scrollig überhaupt. Berührt mein Finger die Maustaste, dass ich überhaupt runter scroll, da wo die Testimonials sind oder der Kontaktformular oder sonst irgendwas. Ja? Das wird gar nicht stattfinden, wenn der First Impression nicht passt. Und warum erzähle ich das? Weil hier die Shootings, Video, ganz besonders Foto auch, ein First Impression kann ein Foto bieten. Ein Foto, das ist so, wie wenn ich, wie gesagt, auf der Straße runterlaufe und sehe eine Frau. Das ist Bild. Ich weiß nichts von dieser Frau. Die hat noch nicht ihren Mund aufgemacht. Ja, ich weiß nicht mal, ob sie gute Zähne hat. Ich weiß nicht mal, welche Sprache sie spricht. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich weiß einfach nur First Impression. Boom. Die First Impression ist so, wie unser Gehirn über Jahrmillionen hat sich das, Jahrzehntausend, so lange wie der Mensch eben existiert, seitdem wir vom Affen zum Menschen geworden sind, hat sich das unser Gehirn so entwickelt, dass wir die First Impression entscheidet schon um Überleben und Tod quasi. Okay? Daher kommt das. Unser Gehirn muss so schnell reagieren können, um zu entscheiden, okay, ist das Gefahr oder nicht Gefahr? Oder ist das wert, dass wir die Beute jagen oder nicht? Unsere Energie aufwenden, weil wenn wir zu viel Energie aufwenden und nichts fangen, ne, werden wir auch verhungern. Ja, daher kommt das Ganze. Na, ist ja logisch. Also wenn du da mal tiefer reingehen möchtest mit uns. Und deswegen Bilder. Ja, und wenn du nicht die richtigen Bilder hast, da gar keine Bilder, ist es halt irgendwie schwierig. Ja, dann wird er wieder weggehen von der Webseite und dann wundern sich die Leute immer, oh, ich habe doch hier die Google Ads Agentur beauftragt oder die Facebook Ads Agentur und XYZ, ja, und XYZ und so weiter. Da ist ja gar nichts bei rumgekommen. Ja, oder irgendwelche Leads, die haben wir dann angerufen und dann wussten die gar nichts davon, dass sie jemals auf unserer Webseite waren. Ja klar, wie soll ich mir denn eine Webseite, wo nur Fließtext ist und ein paar Stockfotos, ja, wie soll ich mich an die noch erinnern, drei Tage danach? Ja? Also als Top-Entscheider. Als Top-Entscheider habe ich am Tag einen Input von, müsste ich jetzt nochmal nachgoogeln, genau, wie viel Werbebotschaften pro Tag? Ich glaube 13.000 Werbebotschaften pro Tag, ein Top-Entscheider. Der Durchschnittsmensch, glaube ich, irgendwie 7.000 Werbebotschaften, je nachdem, wo du dich aufhältst. Deswegen haben auch die viele Top-Entscheider und so weiter
ihre ganzen Social-Media-Kanäle gar nicht mehr, die gehen da gar nicht mehr drauf. Deswegen brauchst du auch gar keine Werbung schalten, weil die sind da eh nicht mehr auf LinkedIn oder sowas. Die haben da keinen Bock mehr drauf. Ja? Also ich rede jetzt von den absoluten Top-Top-Entscheidern, also CIOs, die irgendwie 300 Leute unter sich haben als Teil eines Konzerns, der irgendwie 5 Milliarden Euro Umsatz macht und verwaltet ungefähr 30 Millionen Euro IT-Budget im Jahr. Der geht auf LinkedIn schon seit 2 Jahren nicht mehr, weil einfach da so viel Kram ist und so viele komischen Coaches und kleinen Agenturler und jeder möchte irgendwie schnell hier die super LinkedIn-Strategie schnell Geld verdienen, ja, mit drei Monaten Erfahrung, weil er einen Kurs gemacht hat, wie mache ich meine Social-Media-Agentur auf. Ist ja ganz klar, ist ja alles überfrachtet. Ne? Der würde ja niemals seinen Job wirklich einwandfrei machen können, wenn er sich diesen ganzen Wulst an Botschaften und Input aussetzen würde. Ist ja auch völlig verständlich, ist ja völlig klar. Überleg jetzt einmal mal eine Minute logisch nach, denk da mal kurz nach. Das heißt, wenn du diese Kontakte, die du nicht schon über Jahre aufgebaut hast, so wie wir bei Klein Marketing, dann hast du da sowieso schon verloren. Ja? Und wenn du die dann kontaktierst, dann muss es eben auch alles mehr oder weniger rund und stimmen. Desto besser, desto mehr du eben dann diese ganzen Impressions eben liefern kannst. Ja, Seriosität, High-Premium- Qualitätsarbeit und so weiter, desto besser. Und deswegen bieten wir eben auch diese Shootings an und deswegen dienen die auch als CTA-Amplifier. Ne? Also die, wenn wir teilweise im Call sind, schauen sich die Webseite an und wenn die das eben dann anspricht, dann entsprechend, dann führen die eben den Call to Action aus, ne? Also buchen sich einen Termin. Ja, häufig sogar, während wir mit denen noch im Gespräch sind. Ja, und was gibt es denn Schöneres, als wenn so dieses Oldschool, ja, ich nehme mal ihre Terminvorschläge auf. Dann muss ich die wieder abgleichen mit meinem Kunden oder mit meinem Vertriebler oder was auch immer. Ja, und mit dem CEO. Und ja, hast du da auch Zeit und so und so. Und so leitest du den einfach im Telefonat auf deine Webseite, ja, oder bei uns auf die Webseite unseres Kunden, da ist dann ein Kalendri, ne, also ein Kalender, der schon mal synchronisiert ist wiederum mit deinem Kalender oder mit beliebig vielen anderen Kalendern innerhalb deiner Organisation, andere Vertriebler, CEOs und Consultants und you name it. Ja, und dann kann der sich da direkt einen Termin buchen, bekommt sogar eine Bestätigung auf vollautomatisiert, ja, wo dann nochmal Informationen drin sein könnten, nochmal eine Option zum Download, wo dann quasi er nochmal sozusagen seine Entscheidung nochmal verfestigen sich kann. Ja, dann bekommt er automatisierte Erinnerungs-E-Mails, das ist die No-Show-Rate, sprich das ist die Rate, ja, da wo er letztendlich dann nicht doch wieder verschieben muss den Termin oder nicht erscheint, sich maximal minimalisiert, ja. Und so weiter und so weiter. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig von den aktuellen Möglichkeiten genutzt werden, gerade bei Softwareentwicklern und Techies und Ingenieuren und so weiter, die zwar in ihrem Bereich super Asse sind, aber wenn es dann um so kleine Schnittstellen geht, Automatisierung in Kombination mit Marketing, ja, und Vertrieb und das alles unter einen Hut zu bringen, ja, da ist quasi teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, tote Hose. Ja, und das ist einfach so schade, weil das ist so die Basis, das Fundament, ja, deiner Firma, dass sie optimal eben skalieren kann überhaupt. Ne? Denn alle kleinen Ineffizienzen, wenn du hochskalierst, ja, skalieren leider mit. Ja? Und dann wunderst du dich vielleicht, wenn du dann mal 10, 20 Leute hast und dir fliegt das Ganze um die Ohren oder du befindest dich im Krankenhaus. Oder deine Frau lässt sich von dir scheiden, weil du einfach überhaupt nicht mehr nach Hause kommst. Oder dein Sohn erkennt dich gar nicht mehr wieder. Und wenn dein Sohn mal 18 Jahre ist und fragt er sich, okay, wer war ich nochmal mit meinem Vater? Ne? Den habe ich jetzt halt irgendwie in den letzten 10 Jahren 5-mal gesehen. Also, es ist wert, bei uns mal einen Termin zu buchen, glaube ich. Oder eine halbe Stunde gerade, das nehme ich mir sogar Zeit für dich. Ja, der nächste Step war dann 2 Stunden, 1.000 Euro, was ist das schon? Okay, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Bis dahin, wir sehen uns. Happy Hunting, ciao.